Begrüßung als Fortsetzung von der letzten Woche. Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der Götter schaffen. Drückt des Denkens Kraft, Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss menschlich Denken Traumes sein sich still bescheiden. Es geht mehr darum, sagen wir mal, zu träumen von dem geistigen, seelischen, was da draußen in der Welt ist. Es nicht gleich zu sehr mit dem Intellekt zu vergewaltigen, sondern mit die Stimmung aufnehmen. Ich lese es noch einmal. Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der Götter schaffen. Sie drückt des Denkens Kraft zu Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss menschlich Denken im Traume sein sich still bescheiden. Ja, also ich durfte die Zusammenfassung machen vom letzten Mal und ich hole, also wo geht die Seele hin nach dem Tod? Und ich hole aber jetzt auch die unterste Region nach, beziehungsweise sprich sie noch einmal kurz an. Also direkt nach dem Tod löst sich ja der physische Leib auf nach den Gesetzen der physischen Welt. Und ja, er löst sich einfach halt physisch auf. Das heißt jetzt, dass die Seele, wenn sie nach dem Tod die unterste Region in die unterste Region kommt, dann hat sie einfach durch die Auflösung des physischen Leibes keine physischen Werkzeuge mehr. Das heißt, alles, was sie an Begierden hatte, an physischen Begierden, sprich, also als Beispiel gab Rudolf Steiner die Feinschmecker, die halt sich sehr definiert haben durch die Gaumengelüste, haben einfach die physischen Organe für den Feinschmecker, also den Gaumen, die Zunge und die Geschmacksnerven, das ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, sie leiden einfach physisch dadurch und müssen das irgendwie bearbeiten und läutern, dass sie das überwinden. Dann haben wir letztes Mal einfach fortgesetzt bei der zweiten Region der Seelenbereiche, wo die Seele dann hinkommt nach dem Tod, und zwar ist es der Bereich der fließenden Reizbarkeit. Und da ist jetzt die Aufgabe, die zu lösen ist für den Bereich, wenn Menschen sehr in einer Reizüberflutung leben. Das heißt, so wie ich das verstanden habe oder so wie ich das heute übersetzen würde ins heutige Leben, ist es zum Beispiel Shopaholics. Also der Rudolf Steiner drückt das aus, Leute, die sich definieren und einfach fühlen, nur sie ist im Sein, im Zusammenhang mit Tant. Also Tant und Zierat, und für die heutige Welt heißt das für meine Begriffe einfach die Leute, die einfach ständig Reizüberflutungen sich aussetzen und sich dadurch befriedigen, indem sie jetzt jeden Tag einkaufen gehen müssen und sich etwas kaufen. Und wenn sie es dann haben, haben sie es zu Hause. Also das ist jetzt meine Interpretation. Dann kommen sie drauf, dass das eh nicht mehr so interessant ist und sie brauchen was Neues, was Neues, was Neues. Das heißt, die Sympathie geht eigentlich nicht wirklich tief, sondern sie geht einfach so oberflächlich von einem zum anderen. Also von einem Tant zum nächsten. Haben Sie den, dann brauchen Sie den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten. Und alles, was nicht diesen Nichtigkeiten entspricht, haben Sie eine Antipathie dagegen. Das heißt, dieses Problem nach dem Tode müssen Sie in dem zweiten Bereich der fließenden Reizbarkeit bewältigen lernen. Dass Sie einfach diese Illusion der Befriedigung durch den Tant Herr werden, weil sie haben das nicht mehr. Das ist physisches, diese physischen Dinge sind nicht mehr vorhanden. Dann ist die dritte Region, wo die Seele dann hinkommt, ist die Region der Wünsche. Und so
also diese Wünsche, die Befriedigung dieser Wünsche ist ja in der Seelenwelt auch nicht mehr vorhanden. Und so wie ich das verstanden habe oder wie ich mir das vorstelle, ist, dass das Menschen sind, die ständig im Bereich der Wünsche leben und sich durch ihre Fantasie die Wünsche, die Erfüllung der Wünsche in den schillerndsten Farben ausmalen. Und wenn die Wünsche dann erfüllt sind, kommen sie drauf, das ist jetzt eigentlich erledigt, eigentlich wollte ich das gar nicht so und eilen dann zum nächsten Wunsch und zum nächsten Wunsch und zum nächsten Wunsch. Drum, also ich denke oder glaube, dass der Ausspruch, der mir dann dazu eingefallen ist, man hüte sich vor seinen Wünschen, denn sie könnten in Erfüllung gehen, dass das auch da in dem Bereich liegt. Das heißt, wenn ich nur in einer Wunschwelt lebe und nur meine Wünsche erfüllen oder mich definiere durch die Erfüllung von Wünschen oder die Sehnsucht nach der Erfüllung von Wünschen, dann habe ich in dem Bereich die Aufgabe zu lösen oder die Seele so zu läutern, dass sie draufkommt, dass die Befriedigung der Wünsche nicht mehr möglich ist. Und weil ich einfach physisch gar nicht umsetzen kann. War das jetzt sehr verwirrend? Okay, gut. Dann sagen wir von den Wünschen. Ist die nächste Region, die vierte Region, die Region der Lust und Unlust, beziehungsweise das Wohlgefühl und das Behagen der Seele. Das heißt, die Menschen empfinden alle Umsetzungen von körperlicher, also physischer Lust und Lust und Unlust, beziehungsweise Wohlbehagen und empfinden ihr selbst oder messen ihr selbst daran, wie wohl und wie lustvoll sie sich in ihrem Körper fühlen. Und definieren ihr eigenes Selbst nur dadurch, eben durch dieses Lust- oder Unlustgefühl oder Wohlgefühl und Behagen. Und wenn sie jetzt sterben oder vom Leben in den Tod gehen, dann haben sie diesen Körper ja nicht mehr zur Verfügung und haben das Gefühl, als wären sie seelisch total ausgehöhlt. Das heißt, sie haben dieses Gefühl nicht mehr das Selbstgefühl nicht mehr durch die Körperlust oder Unlust oder durch das körperliche Wohlbehagen. Das haben sie nicht mehr. Und dadurch fühlen sie sich eben seelisch ausgehöhlt. Wobei eben der Rudolf Steiner sagt, es ist ein Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel Menschen eines natürlichen Todes sterben, vor allem wenn sie im Alter einfach immer weniger werden oder einfach natürlich hinübergehen, dann verabschiedet sich der Körper stufenweise und dann gibt es in dem Zusammenhang in der vierten Region auch die Selbstmörder, die sich plötzlich künstlich aus dem Leben reißen und dann plötzlich diese seelische Aushöhlung empfinden. Wobei dazu kommt in Kombination, dass sie ja Selbstmord begangen haben aufgrund von akut unbefriedigten Wünschen und Begierden. Und die Kombination ist eine ganz, ganz schlimme Qual, die sie dann dort erleiden müssen, weil sie einfach beide Komponenten plötzlich ausgehöhlt und die Wünsche und Begierden nicht mehr befriedigt. Oder dass der Grund, das war der Grund, warum sie eigentlich rausgeschieden sind aus dem Leben und dann haben sie zwei Probleme auf eine ganz plötzliche, ganz qualvolle Weise zu erledigen. Also das wäre die vierte Region. Und die fünfte ist die Stufe des Seelenlichts. Da ist schon in einem hohen Maße die Sympathie hervorgeholt oder die Sympathie, die sich heute in die Umwelt ergießt und wird aber sehr
gern verwechselt. Also ich ergieße meine Sympathie in meine Umwelt und ergieße mich aber da in eine Schwärmerei. Und wenn es aber in dem, also zum Beispiel, ich gehe durch die Natur und denke mir, ach, wie schön ist der Sonnenaufgang, ach, wie schön ist der Baum und wie schön ist die Blume und wie schön und der Berg und das, diese Gegend und dieses Tal oder der Anblick. Und wenn ich aber dabei also stecken bleibe und nicht irgendwas anderes dahinter erkennen lerne oder erkennen und wahrnehmen lerne, dass da eigentlich nicht nur die Schönheit dahinter steckt, sondern dass da ganz tiefe geistige Vorgänge weben, dann kann ich ja, wenn ich die Stufe oder wenn ich das erkennen lerne, dann vergeht mir eigentlich die, wenn ich, also Rudolf Steiner nennt es zum Beispiel Naturschwärmerei. Das ist ja schön und gut, aber wenn ich da stecken bleibe und dieses geistige Weben nicht erkenne, dann komme ich nicht auf eine Stufe. Also ich empfinde es dann eher so, dass es dann wie eine Ehrfurcht, also man hat eine gewisse Ehr und Furcht vor dem großen Geistigen, was da dahinter steht. Da vergeht man jede Schwärmerei. Also bitte? Ja. Okay. Also, wo bin ich jetzt? Warte mal. Ja, genau, das ist Seelenlicht. Genau. Also das heißt, diese fünfte Stufe, dieses Ergießen sich in die Umwelt, das ist etwas eigentlich Positives, etwas Sympathisches und durchaus nicht Egoistisches. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, tut mir leid. Ja, es ist, noch, es ist nicht nur die Naturschwärmerei, sondern es ist ein Streben nach diesen, auch zum Beispiel, also dieses ganze Streben ist auf die sinnliche Welt gerichtet. Nein, jetzt habe ich, sorry, ich habe den Faden verloren. Ja, ich habe den Faden verloren. Das war eher wichtig. Ich meine, das ist ja das Gemeinsame von allen irgendwo. Die Ehrfurcht war es und dieses Schwellen. Ja, das war genau, also diese Sympathiekräfte ergießen sich in eine sinnliche Welt. Rudolf Steiner nennt es auch das sinnliche Wohlfahrt oder sinnliches Behagen. Und das ist nicht nur in der Natur vorhanden, sondern es gibt halt dann Menschen, die halt in Wohlfahrtseinrichtungen oder Erziehungssystem. Das heißt, ich möchte, dass es den Menschen gut geht. Ich kann ihnen etwas anbieten, dass es ihnen sinnlich gut geht. Aber es ist halt nur in der Seelenwelt nicht vorhanden. Und so wie ich das verstanden habe, wenn ich jetzt den Menschen dazu verhelfen will, dass es ihnen in der sinnlichen Welt gut geht, also dass es ihnen physisch gut geht, dass sie also schöne Umgebungen haben um sich, dann säume ich das Pferd, mit meinen Worten jetzt ausgedrückt, von hinten auf. Weil wenn ich nicht dieses physische oder seelische Wohlbefinden, diese Lust und Unlust durch einen geistigen Impuls hereinhole, dann bleibt es einfach in der sinnlichen Welt ergossen. Das heißt, das Schöne aus der Natur und dieses seelische Erbauende hole ich nur aus der sinnlichen Welt. Wenn ich jetzt in der Seelenregion nach dem Tod bin, in der fünften, dann habe ich diese sinnliche Erbauung nicht mehr. Das heißt, wo hole ich dann dieses Wohlbehagen her? Das muss ich dann erkennen, dass dieses Wohlbehagen oder Streben nach einem irdischen Paradies nicht mehr vorhanden oder eine Illusion war und wertlos ist. Und es geht so weit, dass es auch Menschen bis zu einer religiösen Verrichtung, die einfach hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, die sitzen, was ja nicht schlecht ist, grundsätzlich nicht schlecht, aber die sitzen zum Beispiel in der Kirche
und denken sich, ach, es ist so schöne Orgelmusik und ich bin jetzt so andächtig und ich sehe eine schöne Kirche und ein schönes Fenster und das gibt durch sinnliche Eindrücke ein Gefühl der Andacht. Aber wenn ich das nicht durch eine zusätzliche geistige Ebene in der Lage bin, mir zu holen, dann wird es in der fünften Region einfach null und nichtig, weil ich die sinnliche Umgebung dazu nicht mehr habe. Das heißt, ich brauche einfach es ist die Notwendigkeit, dass ich einfach was Geistiges dazu hereinhole. Und das ist die Läuterung quasi in der fünften Region, das Durchschauen, das Erkennen der Wertlosigkeit dieser sinnlichen Erbauung von außen. Und dann haben wir auch noch gesprochen, also jetzt die ganze Quintessenz dieser Bereiche, die wir da gelesen haben, haben auch noch gesprochen, da tauchte die Frage auf, wie kann ich im jetzigen Leben schon mich irgendwie vorbereiten, dass es danach, also dass diese Aufgaben und diese Läuterungen einfach schon ein bisschen besser vorbereitet sind im irdischen Leben. Und das ist jetzt auch wieder meine Interpretation und mein Gedankengang, dass wir, wenn wir ernsthaft eben zum Beispiel die Nebenübungen, einfach ernsthaftes geistiges Streben wollen, also freiwillig wollen und dann einfach daran arbeiten, dann bereiten wir das eh automatisch vor. Nur wäre der Ansatz wieder verkehrt, wenn ich nur ein geistiges Streben beginne, um es nachher besser zu haben. Also um es nach dem Tode besser zu haben, das ist die falsche Einstellung, sondern einfach ein geistiges Streben ist richtig, wenn es um des geistigen Strebens willen geht, damit ich einfach Aufgaben gut erledigen kann, die auf mich zukommen werden, die notwendig sind, einfach im jeweiligen Lebensbereich. Also so wäre quasi die Quintessenz der ganzen Bereiche, dass je mehr wirkliche Früchte ich in allen Regionen, also in der untersten bis zur fünften, sechsten, siebten, was weiß ich, Stufe, kann ich überall geistige Früchte reinbringen. Also ich kann in den niedersten Bereich, in den physischen Bereich, wenn ich jetzt der Feinschmecker bin, wenn ich was Geistiges dazu hole, weil ich sehe, dass einfach das Gewinnen von Lebensmitteln total geistiger Hintergrund ist, wenn Lebensmittel wachsen, wie ich sie behandle, dann kann ich eine Frucht hereinholen in dieses ganz irdische Feinschmecker-Dasein und kann es weiterreichen und kann es weitergeben in den nächsten Bereich. Und so geht es eigentlich in jedem Bereich. Ich kann von jedem Bereich etwas Geistiges hereinholen und geistige Früchte hereinholen. Und das ist einfach das ganz Schritt für Schritt geistige Üben, was wir eh machen. Das wär's. Tolle Zusammenfassung, Margarita. Danke. Vielen, vielen Dank, Margarita. Gerne. Schön. Hat mir auch gut gefallen. Hat mir gut gefallen, Dankeschön. Danke. Wirklich danke. Danke fürs Zuhören. Also ich stelle ja immer wieder fest, dass Zitronen, ne, obwohl ja doch Vitamin C drin ist und so, ja, die sich nicht lange halten, also die schimmeln total schnell. So. Ja, waschen. Ich weiß nicht, wie es mit den geistigen Früchten ist, ob die sich lange halten. Die sollten nicht, ne? Das ist eben der Unterschied. Die muss man auch immer wieder neu herunterholen. Denke ich. Also ich finde den letzten Gedanken, den du da hattest, geäußert hattest, wirklich interessant, weil auf der einen Seite, das soll man das, glaube ich, nicht so mechanisch sehen, mit dieser geistigen Arbeit, damit man es nachher leichter hat. Also so irgendwie Bitcoins ansparen fürs Seelenleben schwierig oder so. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ja gut, man würde jetzt gar nichts tun in der Richtung, ist klar, dass auf dem Konto nichts ist. Das heißt, es
Also ich finde, die Frage ist wirklich nicht so ganz schwarz-weiß zu beantworten. Also ich glaube, wenn man sich geistig betätigt, in der richtigen Weise, was auch immer das heißen soll, dann tut das schon was. Mhm. Ja, das Codewort zwischen schwarz und weiß ist für mich das Wort Entwicklung. Ja. Entwicklung habe ich für mich dann noch so ganz klar. Darum geht es. Mhm. Also nicht bereichern, nicht investieren, nicht weiterkommen wollen. Ja, und genau. Auch schwelgen in irgendwas und behalten, was ist, sondern entwickeln. Und das ist eigentlich sehr wertfrei, also eher wertfrei jetzt für mich. Ja. Mir ist nur eingefallen dazu, geistiger Entwicklungsehrgeiz oder geistiger Ehrgeiz, das ist, glaube ich, verkehrt. Dass ich ehrgeizig bin, ich möchte jetzt weiterkommen. Weil ich möchte eins nach dem anderen gut können und abhaken und zum nächsten. Also das ist... Ja, es ist so, wie legt die nächste Prüfung ab, damit ich meinen Schein habe. Geht um die Sache selbst halt einfach. Wenn ich so an Entwickeln denke, dann stelle ich mir immer so ein Wollknäuel vor, das total verheddert ist. Und dann gucke ich irgendwie, dass ich das auseinander bekomme und eigentlich an den Anfang komme, an den Ursprung. Und das ist für mich immer so ein schönes Bild, ne? Also das ist an sich ein Vorankommen, aber trotzdem zum Ursprung kommen. Ja. Ja. Ja, dann strickst du ja etwas auch mit dem Wollknäuel. Das heißt, das ist eigentlich das verwandelte, die verwandelte Entwicklung, weil du strickst ja dann auch ein Muster oder ein Pullover oder ein Schal, mhm, und du machst ja mit dem Wollknäuel was. Und ich bleibe immer, jetzt sagen wir mal, an dem roten Faden dran. Genau, ne? genau. Schlimm habe ich gefunden jetzt in deinem, also diese Vorstellung oder sehr dramatisch hat das geklungen, dass wenn man jetzt schaut, dass es einem gut geht und investiert in seinen Körper und in freudvolle Momente und dass das dann, dass du da die Worte gefunden hast, dass das so einem Selbstmord gleicht. Ne? So dieses, ich möchte unbedingt in diesem Leben mich lebendig fühlen und am Leben sein. Ist zugleich aber auch in einer gewissen Form eine Art von Selbstmord geistiger. Ja, ja. Wenn es da stecken bleibt. Wenn es dort stecken bleibt. Ich meine, es ist alles, es sollen alle Genüsse, alle Erlebnisse sollen durchaus erlebt werden und intensiv erlebt werden. Nur wenn ich allein um des Genusses willen es mache, dann ist genau das, was nach dem Tod halt weg ist, weil dann gibt es das physische Werkzeug damit nicht mehr. Also das ist jetzt gar keine Strafe oder irgend sowas, sondern ganz pragmatisch, es geht halt einfach dann nicht mehr. Man und verliert die geistige Grundlage ein bisschen. Richtig, richtig. Aber wenn ich schon im Leben was Höheres dazu nehme, dann hebe ich das eigentlich ja dort hinauf in dem Bereich und dann ist es überhaupt kein Problem. Also es geht nicht um auf jeden Genuss verzichten, ganz im Gegenteil. Aber es macht ja vielleicht auch einen Unterschied, ob ich einen Genuss wahrnehme und feiere sozusagen, oder ob ich das zum Sinn meines Lebens definiere. Mhm. Ja, ja, genau, genau. Das ist das Problem, wenn ich sage, ach, ich mache mein Leben so, dass ich immer wieder einen tollen Genuss habe. Und das, dann ist es aber schon aus. Also von einem Genuss zum nächsten noch Möglichkeit. Wenn ich das nicht auf eine höhere Ebene heben kann, dann bleibt halt irgendwo nichts über davon im Grunde. Hingegen, wenn ich genieße, spüre und da auch eben mit dann das Geistige irgendwie mit hineinnehme und empfinde dabei, dann bleibt es sehr wohl über und ich hebe sogar etwas hinauf in diese höhere Welt. Weil man muss denken, die sinnlichen Erfahrungen können wir so nur in der sinnlichen Welt machen. Aber was wir daran erleben, seelisch, das höhere Gefühl, das man sozusagen daran entwickeln kann, das kann ich ja mitnehmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglich ist, die Freude, die man jetzt beim Genuss empfangen kann, dass man die auch irgendwie im Sozialen wiedergeben kann, auf einer ganz anderen Weise. Also natürlich.
Vielleicht im Spielen mit Kindern oder im Gestalten von was Lustigem und Angenehmem miteinander. Also wie ein Umtopfen der Qualität einer ganz anderen Ebene. Ja. Also wenn man es richtig macht, setzt man sich sogar eigentlich in eine sehr intensivere Beziehung auch zu dem sinnlichen Erleben. Durchaus. Es soll durchaus sein, das wach und bewusst zu erleben, aber es soll auch mir was Höheres sagen, weil das kann ich dann mitnehmen irgendwo, wenn ich das in diese Beziehung setze. Aber wenn ich nur von einem Genuss zum nächsten jage, damit mir die Zeit nicht lang wird, dann ist klar, dass das weg ist, einfach wenn der physische Körper weg ist. Und in der Corona-Zeit ist ja insofern der physische Körper schon weg, bei zum Beispiel Menschen, die ein Leben lang geschuftet haben, haben gesagt, wenn ich in Rente bin, dann habe ich das Geld, dann habe ich die Zeit, dann mache ich mit meinem Partner die Kreuzfahrtreise und wir werden die Länder der Welt bereisen und zack, geht nicht. Ja. Also sich aufschieben im Leben, ne? Funktioniert nicht so gut. Jetzt in diesen Zeiten zumindest. Ja, das Problem ist einfach dieses von Sinneseindruck zu huschen und es aber darin bewenden zu lassen. Dann schöpft man es eben überhaupt nicht aus und kommt nicht an das heran, was dann eigentlich überbleibt nachher. Weil die sinnliche Ebene ist weg nachher. Aber was ich daran vielleicht an Höherem erleben kann, das ist nicht weg. Und da muss ich den Zugang haben. Und da fällt mir auch ein im Kontext, weil du es auch letztens erwähnt hast am Freitag, Wolfgang, dass wir auch zugleich mit diesen Eindrücken und unseren Erlebnissen. Oh. Ui, jetzt ist mit der Welt, die uns umgibt, mit den Ätherkräften und damit auch noch ein Stück weit damit helfen können, die Entwicklung, Entwicklung zu unterstützen. Und das finde ich einen schönen Gedanken, dass es nämlich nicht nur um mich und mein Ich geht, sondern um auch das, was da um uns herum passiert. Genau. Das Problem fängt dort an, wo es immer nur um meinen Genuss geht und darin erschöpft sich, also was anderes interessiert mich nicht. Das ist weg und dann habe ich sogar eben sehr, sehr schwer nach dem Tod, namentlich auch in der vierten Region, wenn ich mich eigentlich definiere und spüre, nur durch die Gemüse, die ich dauernd mir zukommen lasse. Weil das verschwindet dann und dann bleibt nichts über oder wenig über. Dann war da noch was Margherita bei mir so angeschwungen hat, das war so mit der Wohlfahrt. Und zwar, was mir so begegnet ist im Leben, gerade bei reichen Leuten oder Leuten, die Vermögen haben, sehe ich, dass auch oftmals was einen besonderen Ausdruck von Kunst, Kultur und auch Architektur ist. Also wer genügend Geld hat, der neigt dazu, sich eine Schale im Leben zu entwerfen, die eben besonders ist. Ja, alles ist besonders, das Haus ist besonders, die Technik im Haus ist besonders. Womöglich waren InDesigner damit zugange. Ganz viel, ganz viele Gedanken sind dort eingeflossen. Aber die Frage ist, wie lebendig sind denn die beteiligten Menschen und die Menschen, die darin wohnen, die es betrifft? Und da eben, was von Margherita ja kam, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Fragestellung, naja, wie ist es denn eigentlich in den anderen Regionen, im Seelischen, gibt es dort auch so Einrichtungen oder eher nicht? Ja? Nicht so die Werte, die sich verknüpfen lassen mit der Welt nach dem Physischen. Also ich sag mal, mein Bauhaus, Architektur, Superhaus kann ich nicht in gleicher Weise mitnehmen in dieser Region. Das sieht da anders aus. Oder meine Gemälde, Kunstsammlung. Ja. Ja, ganz genau. Ich hätte auch noch einen Aspekt. Nein, sag du. Passt schon. Nee, passt schon wieder. Du warst die Millisekunde schneller.
Yes, yes. Ich wollte es nur ergänzen. Mit dem Häuschen und den ganzen materiellen Gütern. Dazu zählen ja auch die perfekten Kinder, die ja, nicht ja, mitnehmen ja. kann. Also auch Lebendiges, dass man, in das man investiert und dann außergewöhnliche, besondere Nussschalen draus machen mag. Also war nur so ergänzend noch. Ja, ja, ja. Christoph. Ja, ja ich knacke auch tatsächlich immer noch so ein bisschen an diesen Begriffen Sympathie und Antipathie. Mhm. Weiß auch nicht, also ich habe da so einen inneren Aufhänger immer im Umgang mit diesen Begriffen. Also in mir ist es so, dass ich immer noch so das Gefühl habe, dass ich dieses rechte Verhältnis zwischen Antipathie und Sympathie noch nicht richtig verstanden habe, also wirklich tief verstanden habe. Denn mir begegnet im Prinzip fast immer diese Einschätzung oder so diese Stimmung, dass man zwar irgendwie sagt, ja klar, also zu dem Punkt kommen ja die meisten Menschen gar nicht, dass man sagt, die Antipathie gehört auch notwendigerweise mit dazu zu einer gedeihlichen Entwicklung. Aber dass dann, wenn man dann an diesem Punkt ist, dass dann am Ende, wenn man dann die Betrachtung abschließt, aus meiner Sicht dann doch die Sympathie wesentlich besser wegkommt als die Antipathie. Also dass man doch irgendwie so auf den Weg gibt, so ja, aber klar, Antipathie ist gut und brauchen wir auch. Aber auf der anderen Seite wendet man sich dann doch eher so der Sympathie zu und lässt die Antipathie dann doch nochmal außen vor. Und in mir erzeugt das immer so ein bisschen noch so diesen Eindruck, also nur für mich, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für mich so eine große Sache ist, aber dass ich mir immer wieder sage, ja, wie ist denn eigentlich das rechte Verhältnis, vor allen Dingen in Bezug darauf, dass wir uns ja jetzt auf der Menschenstufe befinden. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann, sagen wir mal, auf der Engelstufe oder auf der Erzengelstufe, dass da die Sympathie eigentlich natürlich das Tonangebende sein muss. Das kann ich also schon irgendwie fassen. Nur wie sieht es denn halt für uns Menschen aus? Also wie ist unser rechtes Verhältnis zur Antipathie oder wie sollte das sein? Das ist so eine Frage, die ich, also da merke ich, da habe ich großen Bedarf, da noch tiefer reinzugehen. Naja, es ist, weißt du, gerade auch die Engelwesenheiten angesprochen hast, da ist eben zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen dem Menschen und dem Engel und insbesondere auch im Leben nach dem Tod. Das wird dann sicher später geschildert werden, aber es gibt ja dann auch so einen gewissen Rhythmus, sich zu verbinden mit der umgebenden seelischen oder dann geistigen Welt. Aber auch das sich sehr wieder mehr auf sich zurückziehen. Und das ist in gewisser Weise dann die Antipathiekraft, die in der Form bei den Engelwesenheiten so nicht da ist, weil in dem Moment, wo sie sich auf sich selbst zurückwenden, sozusagen, man könnte sagen, auf ihr Inneres, dann kommt die ganze Erfüllung mit der geistigen Welt, die darüber ist. Und dann sind sie am allerwenigsten bei sich eigentlich. Und bei Menschen ist es aber tatsächlich so, dass er dann also sich mehr zurückzieht also auf eine seelische Widerspiegelung der eigenen Individualität. Und dann dehnt er sich wieder aus, verbindet sich mehr mit seiner seelisch-geistigen Außenwelt. Aber es ist ein gewisser Rhythmus drinnen. Und das ist ein großer Unterschied eben gegenüber den anderen geistigen Wesenheiten. Und das brauchen wir auch. Werden wir auch behalten. Ist das gleichzusetzen mit einer notwendigen Abgrenzung, mit einer notwendigen die Abgrenzung, heute stattfinden muss, dazwischen, wenn ich mich jetzt wieder verbinde und ergieße in Sympathie, dann muss ich mich aber dazwischen wieder mal abgrenzen, um mich nicht selber zu verlieren. Ja. Weil es gibt sicher sehr viele Menschen, die sich nur empfinden, indem sie sich sympathiemäßig, schwärmerisch ergießen,
was weiß ich, in der Verbindung zu anderen, also im Sozialwesen auch, aber die sich komplett selber verlieren. Ja, die Problematik was, ja. Ja, und ist ein Atmen, so ja, wie Atmen, genau. Ja, und vor allen Dingen diese Wertigkeit, also das fällt mir immer auf, dass ich persönlich also durchaus an antipathischen Dingen auch einen positiven Wert sehe. Ja, ja. Und das halt, also François, vielleicht darf ich das hier hinzuziehen. Wir haben telefoniert vorgestern, was? Auf keinen Fall. Und da haben wir so drüber gesprochen, was wir gegenseitig mitgenommen haben aus der Pfingstlesung. Und für mich war das eher, hatte François mich gefragt, wie ich das erlebt habe und was ich daraus für einen Schluss gezogen habe. Und ich habe dann gesagt, naja, für mich ist das schon eine große Ernsthaftigkeit, also ein Appell an mich, dass ich einfach schon merke, ich habe noch einiges zu arbeiten und ich möchte das auch tun, weil ich weiß, es fühlt sich richtig an. Und dann sagte François dann so, ja, aber immer locker bleiben. Ja. Und ich weiß, du hast das wahrscheinlich nicht so gemeint, aber da an der Stelle, und das war dann für mich Gott sei Dank der Aufhänger, dass ich wieder über Sympathie und Antipathie nachgedacht habe, aber da hatte ich wieder so den Eindruck, so ja, jetzt bekommt die Antipathie, die bekommt jetzt wieder so einen leichten Schlag auf den Hinterkopf, so nach dem Motto, ja, die Sympathie steht höher. Ne? Also, dass man doch lieber so sympathische Tendenzen entwickelt und auch in der moralischen Wertigkeit so darstellt und die Antipathie immer so ein bisschen unter den Scheffel gestellt wird. So habe ich das empfunden. Also ich weiß nicht, ob es auch wirklich so war. Und das soll auch keine Kritik sein oder so, aber daran hat sich auf jeden Fall diese Frage bei mir nochmal entzündet. Ja, ich meine, das ist sicher, wenn man es aus dem Alltagsleben verbindet, man mit Sympathie und Antipathie nicht genau das, was hier gemeint ist. Also Sympathie heißt immer, ich mag das und Antipathie ist halt schlecht. Aber es heißt einfach, Sympathie heißt nur, ich verbinde mich mit einem anderen Seelischen und Antipathie heißt, ich ziehe mich auf meines zurück. Nichts anderes. Und für Menschen ist charakteristisch eben dieser Atmungsprozess, könnte man sagen. Also in die Sympathie gehen, aber auch in die Antipathie gehen. Ganz stark auch sozusagen ganz einmal jetzt mich auf mich besinnen und die Welt rundherum mal sein lassen. Ja, der Rhythmus passiert eigentlich dauernd. Der passiert auch im Leben nach dem Tod. Aus der Kampfkunst, ich gehe ja ganz gern schon mal so bildlich da rein, ne? Ja. Gibt es auch diese großen Gesten, die öffnende Geste. Genau. Und die verschließende, ja, wo ich mich verschließe für mich, aber vielleicht auch ist in dem mich verschließen auch schon fast eine Abwehr drin. Ne? Ja, ja, ja. Und man kann ja nicht sagen, ja, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das, genau. Das sind einfach Gesten sozusagen, Grundgesten. Die Frage ist ja vielleicht, was möchte man erreichen? Und nehmen wir das vielleicht als Beispiel mit der Anthroposophie, wenn ich nur moralisch komme, nach dem Motto, ihr müsst aber arbeiten oder ihr müsst euch läutern oder da musst du noch viel lesen. Und so weiter, und wenn man sich dann einfach nur fragt, ja, was macht das mit dem Gegenüber? Macht das offen oder macht es klein? Ja. Ja, genau. Ja, ich meine, es ist ja so schön, wie Rudolf Steiner überhaupt schildert, wie menschliche Kommunikation oder menschliche Begegnung sich abspielt, wenn wirklich eine Begegnung stattfindet. Ich höre dich jetzt leise, Wolfgang. Wie Rudolf Steiner das schildert, also wie eine soziale Begegnung sich abspielt. Da ist es nämlich immer dieses
einerseits total intuitiv in den, also wenn wirklich eine Begegnung stattfindet, intuitiv in den anderen eintauchen und dabei sich selbst ganz verlieren, in Wahrheit. Aber wenn es nur bei dem bliebe, wäre es ganz schlecht. Sondern ich muss ja wieder den Rückzug ganz auf mich selbst haben. Also, und das geht wirklich mit jedem Atemzug, könnte man sagen, hin und her. Es ist immer ein Eintauchen in den anderen, wieder zu mir zurückkommen, und in dem Weg des Zurückkommens nehme ich bewusst jetzt etwas mit von dem, was ich mit dem anderen erlebt habe, wo ich eingetaucht bin in den. Und dieser Wechselschlag ist, also das ist schon ganz normal, das spielt sich bei jeder sozialen Begegnung ab, halt mit unterschiedlichem Gewicht. Manche verlieren sich halt mehr dann in dem anderen, verlieren sich ganz. Das wäre der eine Extremfall oder der andere kommt gar nicht aus sich raus. Und das ist aber heute öfter schon das Problem, dass die Menschen eben nicht sehr stark eintauchen in den anderen, sondern in Wahrheit ganz bei sich bleiben. Und zwar die Worte natürlich hören, die der andere spricht, aber sie verstehen sie eigentlich nur so, wie sie gewohnt sind, die Worte zu verwenden. Nicht, was der eigentlich ausdrücken will damit. Also sie tauchen nicht wirklich ein. Und der sagt was, ah nein, das ist falsch. Das weiß ich ja schon längst, dass das falsch ist. Weil er gar nicht darauf eingeht. Er hat nur ein Reizwort, aha, nein, da habe ich eine andere Meinung dazu. Das heißt, da hat er hauptsächlich, bleibt er bei sich selbst und nur ein bisschen was, es sind nur mehr Informationen, die von außen kommen und die interpretiert er so und so. Aber wirkliche Begegnung findet statt, wenn ich bereit bin, in das ganz andere, vielleicht des anderen Menschen einzutauchen und ihn kennenzulernen dadurch. Und ohne Wertung, dass der anders ist als ich oder sonst was, sondern nur das mitzunehmen, einfach mal, um ihn kennenzulernen. Ich sitze gerade auf einer Schaukel. Ja, genau. Ich dir zuhöre. Genau. Ja, es ist eh so ein Schaukelprozess, genau das ist es. Also, und das ist dann sicher auch so das richtige Verhältnis zwischen Sympathie und Antipathie, dass das rhythmisch hin und her geht. Dass es nicht irgendwo einseitig stehen bleibt und dann ein bisschen einmal kurz ausschwingt, sondern dass das wirklich der Rhythmus ist. Ganz ins andere eintauchen und ganz zu sich selbst kommen. Wenn das rhythmisch wechselt, ist es eigentlich am gesündesten. Schon hier im Erdenleben und nach dem Tod spielt es genauso. Es gibt Phasen, wo ich ganz aufgehe in die Umgebung und dann eben wieder ganz zu mir zurückkomme. Wenn es an einem Punkt stehen bleibt, wird es schlecht, weil wenn ich ganz draußen bin, dann verliere ich mich halt komplett, dann weiß ich von mir im Grund nichts mehr. Und wenn ich mich ganz abschotte, ja, dann bin ich isoliert in mir selbst. Aber ich muss bis zu den beiden Extrempunkten durchaus kommen, aber halt immer hin. Und es ist gut. Also das heißt, eigentlich muss man sagen, Sympathie und Antipathie in gewisser Weise gern immer zusammen. Ja, okay. Christoph, wenn man es in den Kontext stellt, wir müssen das Beispiel ja nicht überbemühen, ja, aber wäre das doch eigentlich, wenn ich vorgehe und wieder zurück, wäre das doch eigentlich auch irgendwie im Kontext mit locker bleiben, oder? Also den Impuls haben, vorzustoßen, etwas zu bewegen, Willenskraft einsetzen und dann wieder sich zurücknehmen oder wieder bei sich. Ja. Und vielleicht, wenn ich dann noch was, ich meine, wenn ich jetzt geschreibe, übersetze ich gerade den Artikel über den Christian Rosenkreuz, und wenn man liest, also die kümische Hochzeit, dann sieht man, dass das ein äußerst humorvoller, spaßiger Mensch ist, so wird er dargestellt dort. Einer, der sich selber so gar nicht ernst nimmt und trotzdem dann aber die Sache immer wieder doch ganz ernst nimmt. Und der Punkt ist also, für einen ernsthaft strebenden Menschen wichtig ist, dass er auch einfach Humor über sich selbst und seine Schwäche und seine Fehler hat. Das ist ganz wichtig. Dann sagt Steiner so oft, und das kann ich nur unterstreichen, ohne Humor geht im Geistestreben gar nichts. Weil dann kommt genau das raus, die erhabenen, immer in ernsten Gesichtern sprechenden Menschen von den höchsten Dingen. Und natürlich, weil ich davon spreche, den ganzen Tag bin ich ja auch schon dort.
bin ja geistig schon auf dem Niveau. Nein, ich bin es lang nicht. Es ist eine Gnade, es ist einmal den Blick hinaufheben zu können, ein bisschen was zu erkennen und zugleich aber sehen zu müssen, Mensch, da bist aber nur ein kleines Würmchen da unten. Und wenn das ein großer Eingeweihter wie Christian Rosenkreuz praktiziert, kann man sehen, dass das auf jeder Ebene so ist. Und darum gehört zu der Ernsthaftigkeit aber immer auch der Humor dazu. Das ist ganz wichtig. Also man darf nämlich nicht sich selbst zu ernst nehmen. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass unsere Branche hier, die Andro-Branche, damit echt zu schaffen hat, mit dem Phänomen der Ernsthaft, also der Ernstes. Manche sind ernst und bitter und schreit. Ja, sagt man, die gehen das wirkt ja eher so, finde ich. Das wird nicht öffnend. Ja, es ist alles so heilig, 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 dass man das am Kaschmunzler auskommen darf. Und das ist falsch. Das ist falsch. Das ist eigentlich im höchsten Sinne philisterös. Das heißt also, ich will, in Wahrheit erwecke ich damit nur den Schein nach außen, ach, ich bin ja schon in der höchsten Höhe oben. Ich habe es nicht mehr möglich. Und im selben Moment ist es Unterwerfung. Man spricht von der höchsten Höhe und unterwirft sich aufs Tiefste. Ja. Also, es ist einfach, man muss die Perspektive sehen, einfach, dass da nur eine große Kluft ist. Selbst bei den höchsten Eingeweihten ist eine große Kluft. Und ich meine, der Steiner selber war ein sehr humorvoller Mensch. Dann gibt es ja so viele Geschichten, wo dann nach den Vorträgen oder was war, oder Witze erzählt, und zwar nicht immer so ganz, ganz Kinderwitze, sondern durchaus auch kräftigere, und dann hat er immer gern die Marie Steiner unter den Tisch getreten. Und er sagt dann ganz locker, Frau Doktor, warum treten Sie mich denn? Also dieses Schwanken zwischen Sympathie und Antipathie heißt auf gut Deutsch seelische Beweglichkeit. Wenn ich nur in der Sympathie bin, dann erstarre ich auch dort draußen und bin ganz weg. Und wenn ich nur in mir bin, verhärte ich mich in mir. Das heißt, das Schwingen macht es aus. Dann habe ich es wirklich Seelenleben. Sonst lebt es nicht wirklich. Also darum... Ich habe wirklich im Antro-Wiki der Artikel Sympathie und Antipathie sind unter einem Titel. Ich habe da nur einen Verweis, Sympathie weist dorthin und Antipathie weist dorthin. Sie gehören zusammen einfach. Das ist wie ein Herz, das Schlagen des Herzes ist ja Sympathie, Antipathie. Ja. Also, wenn das Herz nur in der Ausdehnung stehen bleiben würde, dann sind wir tot. Und umgekehrt genauso. Also es geht um den Wechsel. Es ist ja diese Systole und Diastole, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist das auf der seelischen Ebene. Und das Nebensatz, da ist ja der große Zusammenhang mit den Ätherkräften, astralische Kräfte, Ätherkräfte, weil die Ätherkräfte sind schlechthin das, was mit dem Rhythmischen zu tun hat. Lebt überhaupt im Rhythmischen, in den zeitlichen Rhythmen irgendwo. Da ist das Pulsieren. Ja, da pulsiert es. Das Leben pulsiert, das Leben Herz. Bleibt nie stehen in irgendeinem Extrem, sondern es schwingt sofort wieder zurück. Gut, jetzt lesen wir. Ich brauche ja Hilfe, in etwa, wo wir sind. Was hast du, die PDF? Das ist das Kapitel. PDF 52, sage ich mal. Wir sind jetzt die sechste. Super, danke. Perfekt. Der mittlere Absatz durch die sechste Region. Warte mal, waren wir nicht schon bis zum Ende gekommen? Nee? Na. Ja. Ich kann. Ja. Ja. Gut. Durch die sechste Region, diejenige der tätigen Seelenkraft, findet die Läuterung des tatendurstigen Teiles der Seele statt, der nicht einen egoistischen Charakter trägt,
entschloss aber in der sinnlichen Befriedigung, welche die Taten bringen, seine Motive hat. Naturen, die eine solche Tatenlust entwickeln, machen äußerlich durchaus den Eindruck von Idealisten. Sie zeigen sich als aufopferungsfähige Personen. Im tieferen Sinne kommt es ihnen aber doch auf die Erhöhung eines sinnlichen Lustgefühls an. Viele künstlerische Naturen und solche, welche sich wissenschaftlicher Betätigung hingeben, weil es ihnen so gefällt, gehören hierher. Was diese an die physische Welt kettet, das ist der Glaube, dass Kunst und Wissenschaft um eines solchen Gefallenwillens da seien. Das war jetzt die sechste Region, jetzt geht es gleich in die siebte. Mhm. Soll ich auch noch weiterlesen? Kannst du kurz darüber reden, vielleicht darüber? Ja. Okay. Gut. Ja, es ist halt also es benutzen. Julia? Mir fällt das Wort benutzen dazu ein. Ja. Also, man benutzt diese Erhöhung für ja, sich selbst genau. wieder, also genau. wieder diese Ego-Kräfte. Es, ja, ja. Und nun erlebt es bei vielen Künstlern und Wissenschaftlern oder so. Ach, ich bin so toll und es ist so toll, das zu machen. Ist ja gut, aber das allein ist halt noch nicht. Da fehlt auch so dann das bisschen, also das Schöpferische dabei, ne? Wenn man das nur also Kunst und Wissenschaft um einen solchen Gefallenwillens macht. Also einfach nur, weil man es vielleicht wichtig findet als Aspekt in seinem Leben. Ja. Und das ist dann irgendwie ohne Ideen, ja. ohne Inspirationen, habe ich so den Eindruck, ne? Um des Profilieren willens. Ja, ja, ja. Ich frage mich aber, ob wir oder ich mich nicht auch dadurch angesprochen fühlen sollte, weil das ist jetzt, was wir hier ja tun, ist nicht Kunst oder Wissenschaft, aber es ist ja geisteswissenschaftliche Kunst. Und ob man vielleicht da auch ein Lustgewinn draus zieht, dass man denkt, naja, das ist ja irgendwie wertvoll und so und hilft ja bestimmt auch und so. Naja, der Punkt ist, das Lustgefühl darf ja durchaus dabei sein. Es soll ja nicht so sein, ach, ich mache es nur zum Wohle der Welt eigentlich, ach, es schmerzt mich so, es zu tun, aber ich opfere mich für die Welt, um es zu tun. Das soll es ja auch nicht sein. Es darf Lust sein, es darf Freude machen, es zu tun. Jede Betätigung darf der Freude und auch Lust machen. Aber nur es soll sich nicht erschöpfen darin. Wenn es mir nur um das geht, dann ist es halt einfach zu wenig. Ja, du rennst ja nicht mit deiner Selbstgefälligkeit davon, François, und machst so, und das habe ich jetzt für mich, sondern du gibst das ja immer wieder auch raus und zurück und raus. Also das ist ja auch wieder so. Also bei dir empfinde ich das nicht so. Nein. Genau, ist es nicht damit verbunden? Es steht ja da drinnen, der nicht einen egoistischen Charakter trägt. Das heißt, wenn ich jetzt wissenschaftlich arbeite und es macht uns ja Freude, diese Lesekreise oder diese Nebenübungen oder was immer wir machen. Aber es sind ja gleichzeitig auch Aufgaben damit verknüpft, die einfach auf jeden Einzelnen jeden Tag zukommen. Mhm. Und das heißt, wir arbeiten zwar und es macht uns Freude daran zu arbeiten und es macht uns auch Freude daran zu sehen, wie die einzelnen Leute sich weiterentwickeln und miteinander kommunizieren oder wie wir dazulernen. Aber wir sehen auch oder haben auch, jeder Einzelne von uns kriegt dadurch immer mehr kleine Aufgaben, die er dann bewältigen muss, trotz der Freude, die er an der Weiterentwicklung hat und die Aufgaben, die er damit bekommt, da hat er dann eh zu tun. Da vergeht dann manchmal die Lust. Ja. Also ja. Da wird man dann eher täglich vor kleine Prüfungen gestellt, sage ich jetzt einmal. Das ist, also so sehe ich das. Aber das ist die
Ja, aber es ist zugegebenermaßen, ist das wirklich immer was, wo man sich immer wieder hinterfragen muss ein bisschen und es ist eine Grenzwanderung, nicht? Weil es soll eben durchaus einfach die Freude, die Lust daran sein, es zu tun, aber das Problem ist, wenn sich es darin erschöpft, ich mache es deswegen, weil ich das so super für mich finde, es zu tun. Aber es kommt ja was anderes eben auch noch dazu. Und es wird ja etwas gegeben auch dadurch. Also es erschöpft sich nicht in der sinnlichen Befriedigung, an der Lust sozusagen es zu tun. Das ist ein Teil davon, der soll ja durchaus sein. Es geht nur um die Gewichtung, ob das das eigentliche Motiv, das einzige Motiv ist, oder ob da auch wirklich das Motiv dabei ist, einfach der Welt etwas zu geben dadurch. Was der Welt nützt da irgendwo? Also ich verstehe das, aber ich denke, das liegt so nah beieinander, dass man es ständig verwechseln kann. Ja, so, es gibt doch die Menschen, die gerne helfen. Und die gibt es ja auch oftmals in Hilfsorganisationen. Natürlich, ja. Es sind ja wie so Wartamännchen, die so aufgedreht und warten, ach, ich kann dir helfen, ja. Ja. Und die, also dadurch, da muss ja irgendwie auch Lust gewinnen da im Spiel sein. Genau. Ich konnte heute einem helfen. Ja. Weil dann, wenn das so deutlich ist, dann sieht man es ja auch. Und dann fragt man sich, ja, wem hast du jetzt geholfen? Dem? Oder hast du deine Lust befriedigt dabei? Ja, genau. Ja, weil das fühlen wir ja eh zusammen. Das ist keine Frage. Mir fällt da. Kurz einfach mal. Ja. Entschuldigung? Nö, wir können ja vielleicht weiter. Ich wollte nur darüber gesprochen haben. Du willst was sagen dazu. Ja, das ist nur. Doris, magst du noch weiterlesen? Ich kann den nächsten Abschnitt noch lesen, kein Problem. Ja. Die siebende Region, die des eigentlichen Seelenlebens, befreit den Menschen von seinen letzten Hinneigungen zur sinnlich-physischen Welt. Jede vorhergehende Region nimmt von der Seele das auf, was ihr verwandt ist. Was nur noch den Geist umgibt, das ist die Meinung, dass seine Tätigkeit der sinnlichen Welt ganz gewidmet sein soll. Es gibt hochbegabte Persönlichkeiten, die aber über nicht viel anderes nachsinnen als über die Vorgänge der physischen Welt. Man kann einen solchen Glauben einen materialistischen nennen. Dieser Glaube muss zerstört werden und er wird es in der siebten Region. Da sehen die Seelen, dass keine Gegenstände für materialistische Gesinnung in der wahren Wirklichkeit vorhanden sind. Wie Eis in der Sonne schmilzt dieser Glaube der Seele hier dahin. Das Seelenwesen ist nunmehr aufgesogen von seiner Welt, der Geist aller Fesseln ledig. Er schwingt sich auf in die Regionen, wo er nur in seiner eigenen Umgebung lebt. Die Seele hat ihre vorige Erdenaufgabe erfüllt und es hat sich nach dem Tode gelöst, was von dieser Aufgabe als eine Fessel für den Geist geblieben ist. Indem die Seele den Erdenrest überwunden hat, ist sie selbst ihrem Elemente zurückgegeben. Ja, ich meine, was mir jetzt so dazu einfällt, zu den ganzen Sachen, wenn man sich die Kirche und viele so religiöse Gemeinschaften anschaut, also gerade bei der katholischen Kirche ist es ja sehr stark, sie haben eine unheimliche Abneigung oder keinen Zugang zu einem seelischen Leben nach dem Tod. Nämlich ganz interessant. Sie warten ja nach dem Tod, ja, irgendwann wird die Auferstehung oder was kommen, aber am liebsten dieses irgend so ein Dasein, wo ich nur als Seele da bin und das physische Werkzeug, wie immer geartet, nicht habe, das können Sie sich wenigstens gut vorstellen und das ist total verwöhnt. Es ist sogar,
in der neueren Theologie, also im 20. Jahrhundert, ist gerade sowohl im evangelischen als auch im katholischen Bereich sowas aufgekommen wie die Ganztodlehre. Und da sagt man ganz deutlich, ja, mit dem Tod nicht nur der Körper, sondern auch die Seele. Aber wir werden am jüngsten Tage wieder auferweckt, in sozusagen als vollkommener Mensch mit Leib und Seele. Aber jetzt unverweslich, wie immer das sein soll, das können Sie natürlich nicht weiter beschreiben, aber Sie stellen sich es im Grunde vor, so wie ein irdisches Dasein. Und das sagt aber nichts anderes, dass Sie es eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie kann ich seelisch noch irgendwas Gescheites erleben, wenn ich keinen Körper mehr habe. Einen physischen Körper, so wie ich ihn jetzt habe. Und in Wahrheit ist aber genau das, das nach dem Tod, was wir lernen müssen, dass das Seelische eben auch existiert, sehr wohl unabhängig vom Körper. Aber es kriegt natürlich einen anderen Charakter. Ich muss gewisse Dinge abstreifen. Ich könnte diese Dinge aber alle schon während des Lebens kennenlernen, wenn ich halt nicht nur die sinnliche Außenseite davon genieße, sondern auch das Tiefere, was dahinter steckt. Dann habe ich nach dem Tod sehr wenig Probleme, weil ich das eh schon irgendwo präsent habe und gewöhnt bin daran. Aber für die Menschen, die nur im sinnlichen Leben, bis eben in das Höchste hinein, bis in die siebte Region, sagen, okay, es geht mir eh nicht um meine Lust, aber es geht immer nur um die Sinneswelt. Ja, das ist weg nach dem Tod. Ich finde das erstaunlich, dass das erst in dieser Klärstufe auftaucht. Ja. Das ist ja so eine ganz radikale Entziehung des Bodens von unserer Wirklichkeit. Ja, genau. Und dann ist es ja, als würde man auf dem Teppich stehen und sagen, tschupp, weg damit, man knallt hin und ins Bodenlose sozusagen. Ja, physisch genau. Null und nichtig erklärt. Und der Punkt ist, dass sicher eine Mehrzahl von Menschen das auch so empfinden würden zunächst einmal. Also wenn man näher darüber nachdenkt, ja, was bleibt denn dann überhaupt noch? Und auch interessant finde ich die Ausdrucksweise, dass es heißt, dass das die wahre, in der wahren Wirklichkeit. Also ja, es wird genau. Ja sozusagen postuliert, dass die Wirklichkeit diese, ich nenne es jetzt mal Seelenleben oder Seelenregion ist und dass genau. Die physische, die wir jetzt für verdammt wirklich halten, das ist ja nicht die Hauptwirklichkeit. Das ist nicht die, nein, ist schon sehr stark. Eigentlich nur ein Bild, es ist ein Abbild im Vergleich dazu. Und natürlich, wenn man sich mehr damit beschäftigt, anfängt wirklich ein bisschen was von diesen Dingen zu erleben, dann merkt man, dass das viel stärker ist. Aber das haben zum Beispiel die meisten Kirchenleute überhaupt nicht, das Erlebnis. Weil es hängt eigentlich ganz im Äußeren, also ich will nicht verallgemeinern, also es gibt sicher Ausnahmen, aber die Mehrzahl tut sich schwer damit. Wenn das Sinnliche weg ist, dann was bleibt denn da noch? Wahrheit. Und dann warten sie eigentlich nur auf die Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Tricks, das zu umgehen, theologisch, dass man sagt, naja, mit dem Tod gehe ich eh in die Zeitlosigkeit, dann bin ich eh gleich beim jüngsten Tag. Also ich muss nicht jetzt irgendwo bewusstlos warten, ewig, bis es soweit ist, sondern eigentlich gehe ich in die Zeitlosigkeit und dann nennt man das die Auferstehungsmethode. Damit schwindelt man sich darüber, über die Geschichte. Aber das heißt im Grunde null Verständnis für die Seelenwelt. Dass das eine eigene Realität ist, die sogar noch viel stärker ist als die, was wir hier im irdischen Dasein erleben. Da habe ich eine Frage kurz dazu. Ja? Wie weit
ist das Träumen dann an die sinnlichen Regionen gekoppelt? Ich glaube, du hast es schon mal erwähnt, aber weil da könnte man ja auch einen Referenzwert herziehen und sagen, ah ja, so könnte es dann sein, oder ist das Träumen trotzdem noch so stark in diesen sinnlichen Ebenen drinnen? Es hängt insofern noch am Sinnlichen, als die Bilder, die Traumbilder, das Bildmaterial sozusagen im Prinzip aus der Sinneswelt entnommen ist. Und das hört dann auch auf. Das hört dann auf, das ist weg. Das ist genauso wie modernes Hellsehen jetzt oder Imaginationsfähigkeit, modernen Bereich von den wesentlichen Elementen. Beim alten Hellsehen, das stärker körpergebunden war, war es ähnlich wirklich wie die Traumbilder. Es hat sich automatisch in sinnliche Bilder gekleidet. Und da geht es um die Kunst sozusagen ohne diese Stütze wach zu bleiben und dann eigentlich in weiter viel stärkere Realität zu erleben. Der schwierige Schritt. Ja, das fällt vorzustellen schwer. Klar. Es ist schwer, ja, weil wir haben ja nicht einmal Worte dazu, weil so lange das schon nicht erlebt wurde, eigentlich so noch nie erlebt wurde, was das in der Menschheit, weil das alte Hellsehen war anders, da muss man schon sehr weit zurückgehen, bis zu in einer Zeit, wo die Sinne noch nicht geöffnet waren, aber eigentlich betritt man nach dem Sündenfall die Erde und das Sündenfall heißt ja, und ihre Augen wurden aufgetan, wie das schön heißt. Also da fängt schon die sinnliche Wahrnehmung an. Das heißt, im Grunde müsste man da noch in einen Zustand so früher zurückgehen. Wir Menschen haben lange, lange Zeit. Und das war ja auch der Sinn, dass wir in diese sinnliche Welt hineinwachsen, weil sie die Welt ist, wo wir die Freiheit entwickeln können. Aber jetzt können wir nichts mehr anfangen damit, wenn die Welt weg ist. Aber so intensiv uns halt damit verbunden haben. Aber jetzt fängt die Zeit an, wo wir bewusst uns werden sollten und können auch, dass es ohne dem auch geht. Dass wir in Wahrheit dann zu einer viel intensiveren Wirklichkeit noch aufsteigen, die halt nur für uns im Moment außerhalb des Bewusstseins liegt. Weil jetzt können wir mal quatschen ein bisschen. Aber das ist schwer. Total schwer. Ja. Wollen wir noch den Abschlussabsatz dieses Unterkapitels lesen? Batzel geht schon noch. Genau, genau. Ja. Bist du, François? Ja, bitte. Ich wollte nur fragen, wer tut. Mach. Man sieht aus dieser Darstellung, dass die Erlebnisse der seelischen Welt und damit auch die Zustände des seelischen Lebens nach dem Tode ein immer weniger der Seele widerstrebendes Aussehen gewinnen, je mehr der Mensch von dem abgestreift hat, was ihm von der irdischen Verbindung mit der physischen Körperlichkeit an unmittelbarer Verwandtschaft mit dieser anhaftet. Je nach den im physischen Leben geschaffenen Vorbedingungen wird die Seele länger oder kürzer der einen oder anderen Region angehören. Wo sie Verwandtschaft fühlt, bleibt sie so lange, bis diese getilgt ist. Wo keine Verwandtschaft vorhanden ist, geht sie unfühlend über die möglichen Einwirkungen hinweg. Es sollten hier nur die Grundeigenschaften der Seelenwelt geschildert und der Charakter des Lebens der Seele in dieser Welt in allgemeinen Zügen dargestellt werden. Dasselbe gilt für die folgenden Darstellungen des Geisterlandes. Es würde die Grenzen, welche dieses Buch einhalten soll, überschreiten,
wenn auf weitere Eigenschaften dieser höheren Welten eingegangen werden. Denn von dem, was sich mit Raumverhältnissen und dem Zeitverlauf vergleichen lässt, in Bezug auf wie hier alles ganz anders ist als in der physischen Welt, kann nur verständlich gesprochen werden, wenn man es in ganz ausführlicher Art darstellt. Einiges Wichtige darüber findet man in meiner Geheimwissenschaft. Mich hat es jetzt sehr amüsiert, der Satz, es würde die Grenzen, welche dieses Buch einhalten soll, überschreiten. Es bräuchte noch ein paar Seiten mehr. Ja. Sehr bescheiden. Ja. Und dass es die Verwandtschaft ist, eben so für die irdische Verbindung als Verwandtschaft beschrieben wird und nicht als das, was wir sind oder was es ist. So begreife ich es jetzt immer mehr dadurch. Also durch solche Worte, finde ich, ist es oft so, das ist so wichtig, diese Worte zu haben, damit man es begreift. Also Verwandtschaft heißt nicht, dass ich das bin. Es ist trotzdem... Genau. Irgendwo eine Verbindung da, die aber mit mir selber nichts mehr zu tun hat. Ja, es ist richtig. Es macht sehr viel, also die Feinheit dieser Ausdrucksweise, aus die sehr präzise gesetzt ist. Ja, das ist ein Satz, der mich ein kleines bisschen irritiert hat mit der Verwandtschaft. Wo sie Verwandtschaft fühlt, bleibt sie so lange, bis diese getilgt ist. Ne? Habe ich gedacht, ja, die Verwandtschaft, also so richtig habe ich das nicht verstanden, warum die Verwandtschaft getilgt werden muss. Naja, in dem Moment, wo die Verwandtschaft oder die Sympathie sozusagen da ist, bin ich verbunden mit dieser Region. Das ist also ist damit Sympathie gemeint, mit Verwandtschaft? Ja, genau. Und solange ich halt die Sympathie mit dieser Region habe, bleibe ich dort bicken, einfach in meiner Entwicklung. Das ist so ganz pragmatisch eigentlich, das ist fast wie ein Naturgesetz. Wie Nordpol und Südpol einander anziehen, das geht halt gar nicht anders. Also das heißt das dann, dass also wenn die Seele durch diese Region gegangen ist, es bleibt ja dann nur noch der Geist übrig. Genau. Und der Geist kennt keine Sympathie und keine Antipathie. Genau. Ja, voll das Echo. Genau. Dann habe ich es verstanden. Mhm. Darf ich jetzt auch noch die Frage anknüpfen? Also mit Verwandtschaft ist dann gemeint, ist, was mich ans Körperliche verwandt macht, ans Physische. Die Verbindung zum Physischen, weil die muss ich ja, die habe ich ja dann nicht mehr und von der muss ich mich lösen. Die muss ich sowieso lösen, aber ich muss mich sogar lösen von diesen Bereichen der Seelenwelt, weil über die steige ich hinaus, wenn es ins Geisterland sozusagen geht. Es gibt mehr als Verwandtschaft. Alle die Regionen, über die bin ich hinausgewachsen in gewisser Weise. Ja, aber Weise. Die haben ja die Verbindung zur Physik, also die Verwandtschaft entsteht ja durch die Verbindung zum Physik. Genau. Und das habe ich ja alles nicht mehr. Ja, das heißt, genau. Von all den aber physischen Verwandten muss ich mich lösen. Ja, aber jetzt habe ich mich gelöst von dem Physischen, also dass bestimmte Seelenerregungen sozusagen durchs Physische nur befriedigt werden können. Aber jetzt haben wir gesagt, hinter dem Physischen steht das eigentliche seelische Erlebnis. Aber von dem muss ich mich auch noch lösen, wenn ich ins Geisterland aufsteigen will. Also ich habe jetzt die Läuterung durchgemacht, da, dass ich merke, okay, das physische Werkzeug habe ich nicht mehr. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich die Seelenerlebnisse auch ohne physisches Werkzeug habe, in anderer Form, also die rein seelische Seite. Aber letztlich, beim Aufstieg ins Geisterland, muss ich auch das zurücklassen.
Das Physische ist die mütterliche Seite und das Seelische die väterliche Verwandtschaft so ein bisschen. Und die mütterliche Seite, das ist so die Geburt. Da muss man mal raus, aus dieser Symbiose rauszukommen. Also so habe ich diese Bilder jetzt auch im Kopf gehabt. Ja, ja. Ja, ja, es ist ein schrittweises Abstreifen. Also zuerst sowieso das Physische. Das ist mit dem Tod sowieso weg und ich muss mich nur gewöhnen, jetzt das halt nicht mehr zu vermissen. Mhm. Aber ich muss dann auch diese Seelenebenen sozusagen loslassen, um über sie hinaus wachsen zu können. Mhm. Das ist wirklich so fast ganz pragmatisch technisch. Das ist der Weg, der durchgeht. Solange ich darauf bitten bleibe an einer bestimmten Region, komme ich nicht weiter. Okay, dann danke, weil jetzt habe ich es einfach begriffen. Ich hatte in dem Zusammenhang auch einen Satz vom Herrn Zwieauer aus dem Vortrag, der mich ziemlich beeindruckt hat, den ich abgespeichert habe, wo er sagt, das geht wohl auf Goethe zurück, dass Goethe mal gesagt hat, Geist ist das, was ist und Seele ist das, was gefällt. Mhm. Und da wird das ja auch deutlich eigentlich in dieser kurzen, knappen Formel, dass man also im Geistigen wirklich weder Sympathie noch Antipathie hat, ja. sondern da, es ist einfach nur. Also das ist für mich ganz schwer vorstellbar. Ich habe mir da eben auch Gedanken gemacht, ne? Weil so aus dem physischen Leben, wie ich es jetzt habe, ja, man hat Sympathie, man hat Antipathie, ja. Man verbindet sich, man zieht sich zurück. Jetzt, wenn das nicht mehr da ist, ja. Was ist dann da? Ne? Dieses, einfach nur dieses Sein. Das, ja, das wird dann sicher jetzt in den nächsten Abschnitten beschrieben. Ja. Aber genau das ist der Weg. Und das ist immer ein schrittweiser Weg. Halt eben erstens abgewöhnen die Bindung an die physische Welt, aber dann eben auch diese Sympathien und Antipathien überhaupt über diese Sphäre hinauszukommen. Dann ist der Weg halt noch mehr. Es ist klar, das ist für uns heute alles so weit weg irgendwo vom Erleben, aber es ist im Untergrund, ist es da. Es ist nur nicht bewusst. Ja. Wir könnten ja, also, weil es also, beginnt, bist ja neues, stumm? Beginnt ja ein neues. Beginnt ein neues Kapitel. Ja. Ich würde aber auch vielleicht einen Tuck früher Schluss machen heute und das damit abrunden. Ja? Können wir auch machen, ja. Es ist ein guter Punkt jetzt und ich glaube auch viel zum Nacherleben, Nachdenken. Und ja, heute kommt es mir auch lang vor, also ja. Intensiv. Nein, es ist unheimlich dicht und es ist ja ein interessanter Satz, da, wo du eh gesagt hast, also, dass da, es würde die Grenzen sprengen, die dieses Buch einhalten soll. Ich meine, der Punkt ist nämlich, zwischen jedem Satz da sind 20 Sätze dazwischen sozusagen und das ist noch wenig gerechnet. Also da gibt es zu jeder Kleinigkeit unheimlich viel noch. Also da ist unheimlich Dichtes hineingepackt, aber nicht wirklich ausgesprochen voll. Aber es lauert im Hintergrund sozusagen. Ja, bitte, das ist eine ganze Seelenwelt. Um die ganze Seelenwelt geht's und noch dazu um die Seelenwelt, wenn der Körper nicht mehr da ist. Also wenn das alles Sinnliche wegfällt. Bei uns heute im Erdenerleben schwimmt das Seelische mit dem körperlichen Werkzeug ja sehr stark zusammen einfach. Weil das ist schon sehr schwer zu sagen, wo bin ich, wenn ich nur ein Seelisches erlebt mich. Ohne dass irgendwas sinnlich-körperliches eine Rolle spielt. Da schon allein den Unterschied zu erleben, ist wahnsinnig schwierig. Da merkt man eher, wie weit bin ich mit meinem Seelischen am Geistigen dran. Aber ja, der physische Hintergrund, der ist natürlich immer da. Aber man kann sozusagen ein Stück mehr da in dieses Geistige reinkommen. Aber wegkriegen tut man das Physische nicht. Nein, das soll man ja auch nicht. Aber es ist ja ein bisschen ein Gespür kriegen halt dafür, dass anders auch noch geht. Mehr geht zunächst eh nicht.
Aber da sind wir schon, sage ich mal, wenn man das wirklich ein bisschen zu ahnen nur beginnt, ist man über die meisten Theologen oder was schon drüber. Die können sich das alles nicht vorstellen. In Mehrzahl. Aber das wäre doch vieles größ, Wolfgang. Nicht nur. Ja, Theologen ja, zu stellen. Nein, das hast du ja recht. Nein, ich meine nur in der Schilderung ist was. Ich habe es mir aufgeschrieben, vieles Größ steht. Ja, ist richtig, ja. Stimme ich zu. Was auch immer das heißt, keine Ahnung. Ja, so philisterartig, vieles Größ, das war, wenn man so ernst ist und. Bei ihm im Kontext. So gescheit nur, das wüssten wir alles und hätten wir es schon alles verwirklicht. Ja. Immer noch ein Teil. Das sind also die Schriftgelehrten bei den Hebräern, von dort kommt es. Ich mag es trotzdem in die Kirche gehen, genau deswegen, wenn dann dazwischen dieses Aufblitzen vorkommt, wenn sie da predigen und dann merkt man, sie wissen selber urwenig und stellen sich urviele Fragen. Und dann merkt man das manches Mal so in ein paar Momenten und das finde ich wunderschön erfrischend. Mhm. Und deswegen kann ich euch das trotzdem immer noch empfehlen, ab und zu mal in die Kirche zu gehen. Es ist auch unterschiedlich. Also, schlimm wird es vor allem dort, wo es halt Theologen werden, die dann wissenschaftlich darüber schreiben. Da wird es dann schlimm, weil da sind nämlich die paar Dinge, die blitzen, die lassen sich halt wissenschaftlich nicht mehr fassen. In einer Wissenschaftssprache und daher fliegt es raus und daher sind die theologischen Sachen dann immer blank alles dessen in Wahrheit. Ich meine, es gibt Ausnahmen, aber wenige. Hier und da gibt es welche. Und es gibt zum Glück, darum schätze ich den Ratzinger so. Ich habe den wirklich schätzen gelernt, wenn er ehrlich ist. Er gibt ehrlich und offen überall zu, da weiß ich nichts davon. Keine Ahnung. Aber er hat die Vorhölle abgeschafft. Bitte? Er hat die Vorhölle abgeschafft, das Fegefeuer. Ja. Ja, aber das ist natürlich keine alleinige Entscheidung von seine Entscheidung, die laufen in Wahrheit über der Kirche ist es oft so über Jahrhunderte. Mhm. Das diskutiert und immer wieder diskutiert und irgendwann ist eine Mehrheit dann dafür, das jetzt so oder so zu ändern. Die haben ja Beweglichkeit, die ist extrem langsam halt. Ich muss mir gerade vorstellen, wie sich dann die Kardinäle in so einem Online-Meeting treffen unter der Agenda, soll die Vorhölle abgeschafft werden. Das ist bestimmt ziemlich witzig. Und dann kommen Argumente dafür und dagegen. 1, 2, 3. Genau. Genau. Ja, es läuft ja wirklich so. Das ist es ja. Nach der Abstimmung oben im Himmel, klick weg, Vorhölle weg. Genau. Genau. Was das Bodenpersonal alles bewirken kann, ist toll, ne? Ja, genau. Schön. Also wenn es niemanden stört, würde ich die Zusammenfassung machen. Oh ja. Ist schon lange her. Super. Danke. Sehr gut. Super. Fein. Schön. Ja, dann sage ich schöne Pfingsten. Ebenso. Danke. Gleichfalls. Liebe Grüße an die Laura. Ja. Richtig aus, soll ich euch auch sagen, ja. Danke. Geh weg, mach eine Party mit den Kameraden, ja. Okay. Bis bald. Bis bald. Bis nächste Woche. Danke. Bis nächste Woche. Tschüss.